Das läuft hier richtig doll. Also das ist ein Gerät, Roman und wir haben das gebaut. Das kann Frequenzen messen. Elektrosmog. Ja. Genau. Also, da messen wir, Elektrosmog. Wir befinden uns jetzt so ungefähr 100 Meter von der Autobahn. Und da hinten befindet sich irgendwo ein LTE-Funkmast. Da in diese Richtung? Ja, siehst du ihn? Nee, ich sehe den nicht. Aber irgendwo ist der. Guck mal. Da ist er. Da oben. Ja, jetzt. Da ist er. Ach, der ist ja gar nicht mehr weit. Ja, deswegen ist er so. Ja. Und wenn die LEDs leuchten, oha, dann ist die Strahlung schon recht hoch. Ja. Hier ist die Strahlung schon ganz schön doll. Wir befinden uns jetzt ein paar hundert Meter, lass es 200, 300 Meter sein, von diesem Funkmast entfernt. Und also wir haben uns einen Effekt festgestellt, dass bei hochfrequenter Strahlung, dass die LEDs immer so schnell blinken. Das sieht auf der Kamera, das Blinken gar nicht so richtig. So, das zeigt unser Gerät natürlich nicht an, wie hoch die Strahlung ist. Deswegen brauchen wir ein paar Referenzwerte. Deswegen messen wir mal verschiedene Sachen, um abschätzen zu können, wie stark die Strahlung doch ist. Ja. So, jetzt befinden wir uns vielleicht noch maximal 50 Meter von dem Funkmast entfernt. Man sieht, dass die Strahlung hier weniger wird. Weil die Strahlung eher am Himmel, also eher da oben lang geht und nicht hier unten am Boden. Ich geh mal noch ein bisschen. Die Antenne, die ist schon über einen Kilometer entfernt. Kann man noch ein bisschen noch empfangen. Noch. Oh, wir sind jetzt hier an einer Windkraftanlage in Prinzhöfte. Und hier messen wir quasi überhaupt gar keinen elektrischen Strahlung. So abgeschirmt sind die. Die sind sehr gut abgeschirmt, ja. Krass, okay. Aber an der Tür vielleicht. Okay. Nix. Hier. Am Metall. Und an der Tür? Die gar nichts. Lebensgefahr. Aber man lässt hier nicht. Wir sind hier im Wald und hier geht eine Hochspannungsleitung lang. Das wollen wir mal messen, wie stark, wenn wir da mal schaffen, wie stark hier das ist. Wie weit sind wir jetzt von der Leitung entfernt? 20 Meter. 20 Meter. Und? Leuchten die LEDs? Aha. Blinken jetzt. Die rote blinkt ein bisschen. Aber auch ein bisschen, aber. Nur ganz schwach. So, jetzt nähern wir uns mal. So. Also vielleicht 15 Meter. Mhm. Also bis auch oben, bis zur Leitung. Was? Die Leitung ist noch nicht 15 Meter hoch. Meinst du so hoch? Ja, jetzt von hier aus, hier ist der schräge Winkel. Weil jetzt. Das blinkt aber ganz schön schnell. Das blinkt, das sind, ja. Das sind 50 Hertz, glaube ich. Der koppelt die 50 Hertz ein. Wohl mit 50 Hertz müsste der auch noch etwas schneller blinken. Ja, ich weiß, vielleicht sind das die 50 Hertz. Ja, ich halte das auch ein bisschen gleichgerichtet. Du kannst ja, du machst mal zählen, ob das 50 Meter Sekunde ist. Jetzt befinden wir uns direkt unter der Leitung. Oh, oha, doch, solche ganz schön stark schon. Ja, natürlich, ist klar. Ja, na klar. Das ist eine Hochspannungsleitung. Ja. Ja, aber. Aber das ist ja, glaube ich, noch eine Niederspannungsleitung. Es gibt ja da noch die Mittel- und die Starkstromleitung. Ja, aber so. Aber trotzdem viel, die strahlen nicht weit, sowas. Ja. Das ist eine. Und das ist eine Niederfrequenz.
Das ist Niederfrequenz und die strahlen nicht weit. Ja, Roman. Jetzt entfernen wir uns schon wieder von der Leitung. Ja, Roman. Gut, die blinken noch. Guck mal. Ja, Roman. Ja. Das ist ja noch eine Schwachstrom, das ist ja noch eine Schwachstromleitung, ne? Ja, ich weiß nicht, wie viel Kilovolt die hat. Dann gibt es ja auch noch die mittleren. Boah. Und? Ja. Man sieht? Es hört schon auf. Jetzt ist schon wieder weg. Jetzt ist schon wieder auf. Wir sind noch nicht mal weit davon entfernt. Wir sind nicht besonders weit. 10 Meter? Ja, vielleicht. Und so, also, Licht ist schon aus. Also mit so einer Hochspannungsleitung wird immer viel überschätzt. Also so viel Strahlung emittiert eine Hochspannungsleitung nicht. Ja, Hochfrequenz kann auch viel weiter strahlen als Niederfrequenz. Ja. Genau, richtig. Und sie hört die Frequenz umso stärker, kann das auch. Die Sendemasten haben halt eine sehr starke, eine sehr hohe Frequenz und können deswegen sehr weit auch. Ich meine, die sind ja auch zum Senden da. Das ist ja auch klar. Gewollt. Ist ja klar. Die leiten einen Strom, das sind ja keine Sendemasten. Genau. Ja. Gut, alles klar. Das ist weniger, als ich dachte. Also man muss schon direkt runterstehen, da so, damit man wirklich ganz schöne Strahlung, eine starke Strahlung hat. Ja. Das. Und die. Oh, was soll? Und guck mal, wenn man nah rangeht, aber dann. Ja, geh mal weiter weg. Ja. Ja, siehst du. Vielleicht leuchtet doch nur die rote dann schwach. So, näher rangehe so. Ja, und wenn ich sie anmache? Oh. Na, aber guck mal, wenn man weiter schon weggeht, dann ist es schon wieder raus. So. Also kann man davon nicht verstreit werden. Ich glaube, die Mikrowelle. Ich will nicht. Da ist doch gar nichts drin. Doch. Doch. Boah. Weil das ja, ist ja. Geh mal weiter weg. Das ist ja. Alter, was? Guck dir das mal an. Das verstreit ja voll. Noch weiter weg? Weil das ja auch Mikrowellenstrahlung ist. Das ist Mikrowellenstrahlung. Jetzt wird weniger. Boah, ist das so. Also. Nee, komm, nee, immer noch. Gut, man muss gute 2-3 Meter weggehen, da so. Ja. Da wird man doch voll verstreit, ey. Du warst da so und. Oh, hör mal. Und die ist schon. Und die Mikrowelle, die ist schon abgeschirmt. Oha. Ne? Überall, guck mal. Hier geht eine Stromleitung lang. Ja, da ist eine Stromleitung. Warte mal, ich mach mal hier Licht an. So. Ja, hier, ne? Ja. Man kann eine Stromleitung in der Wand wiederfinden. Die geht, glaube ich, hier hin, wenn ich mich nicht täusche. Oh ja, ne? Doch, ja. Man geht, glaube ich, hier hin. Dreh dir mal ein bisschen hier zur Kamera hin, damit man auch die Lichter, die oben sehen kann. Ja. Hier geht die Leitung hin, wohl, ne? Schulz wieder Klingel hin. Ja, die werden aber auch da oben immer verlegt. Die Verteilerdosen sind meist dann hier oben. So. So, jetzt das WLAN mal. Guck mal, man sieht jetzt, guck mal, wie die blinkt so, ne? Wie die blinkt. So? Witzig. So schlimm ist unser WLAN auch nicht. Das strahlt nicht so doll. Ich glaube, ich habe das auch wohl. Oh. Aber nur wenn man ganz nah dran geht. Ganz nah dran, dann ist natürlich doll, ne? Ja. Aber wie das blinkt, ne? Weil das ja eine hohe Frequenz ist, dann blinkt das ja so. Ja, genau. Also die WLAN-Frequenz, sowas, also da zerbringt die LEDs zum Blinken. Blinkt eigentlich nicht mal so schnell. So. Müsste das nicht eigentlich viel schneller blinken? Wie dieser Effekt zustande kommt, weiß ich nicht. Das automatisch passiert. Hm. Vielleicht richtet das nicht eben gleich oder so. Wir erklären einmal kurz die Schaltung, wie wir das gemacht haben. Also sieht das erstmal aus. Jetzt mache ich mal die Batterie. Klemmen wir mal ab. Einen 9 Volt Block haben wir dafür benutzt. Ja. So, und dann ziehen wir mal hier ein Kabel, damit du die rausnehmen kannst. Ne? Den Anschluss für die Dioden ab. So, so sieht die aus, die Schaltung. Das Herzstück ist ein Operationsverstärker, beziehungsweise dieser Chip sind genau genommen 4 Operationsverstärker in einem. So. Hier haben wir 2 Antennen, da gehen die elektrischen Signale rein. Mhm. Die werden einmal durch eine Spule nochmal verstärkt. Oder und ein Kondensator. Die Spule kann man auch als Widerstand benutzen.
Ja, sowas, so. Aber immer durch die erste Signale werden die einmal in Schwingung gesetzt. Da haben wir einen Kondensator. Das ergibt einmal hier einen Schwingkreis hier. Von da aus habe ich mit 4 Dio, mit 4 Germanium-Dionen einen Brückengleichrichter gebaut, um die Frequenzen einmal gleich zu richten, so dass ich einen gleichmäßigen Strom bekomme. Und von da aus geht das in den ersten beiden Operationsverstärker. Das heißt, die Minusseite geht an den einen Operationsverstärker und die Plusseite geht an den anderen. So bekomme ich einen Differenzverstärker. Mhm. Wie das genau funktioniert, also das sind die Verlötungen. Ja, so sieht das also aus. War viel Arbeit. So, das. Wir können das ja mal einmal. So, das. Das elektrische Zeichen für einen Operationsverstärker ist so. Also ist einmal Plus-Eingang und Minus-Eingang. Und hier ist Ausgang. So, ein Operationsverstärker macht eigentlich nichts anderes, als dass er immer Plus und Minus und den Ausgang miteinander vergleicht. Gebe ich jetzt hier 1 Volt rein, dann vergleicht er schon mal den Plus und Minus mit dem Ausgang. Dann würde er eigentlich 1 Volt rausgeben, aber vorher vergleicht er es nochmal mit dem Minus. Wo ist das so? Dann haben wir hier jetzt erstmal 0 Volt. Und dann würde er, glaube ich, auch 0 Volt rausgeben. Und dann, ja, aber sobald man den Ausgang mit diesem Minusausgang koppelt, mit einem Widerstand durch R gekennzeichnet, hat er jetzt hier eine gewisse Spannung. Wenn diese Spannung 0,5 beträgt, dann gibt er hier mehr Spannung raus. Wir haben hier einen Widerstand, dann gibt er hier mehr Spannung raus, bis der Eingang und der Eingang auf 1 Volt sind. Jetzt habe ich aber schon 2 Volt, jetzt habe ich auch schon 2 Volt Ausgang. Mhm. So, nehmen wir mal aber mal an, dieser Widerstand hat jetzt meinetwegen 1 Million Ohm. Dann 1 Million Ohm sind 1 Mega Ohm. Dann kommt hier sehr, sehr viel Strom raus. Also. Aber da ich ja nur 9 Volt Eingang habe, der Operationsverstärker wird noch extra versorgt mit 9 Volt direkt aus der Batterie. Hier ist Minus. So. 1 Million Volt würde er hier, wenn er 1 Volt Eingang wäre, dann würde er wahrscheinlich die ganzen 9 Volt hier rausgeben, weil mehr kann er nicht rausgeben, weil er wird ja auch nur mit 9 Volt gespeist. Ja. So. Aber der Plus-Eingang, den wir da haben, das sind die schwachen Frequenzen, die hier reinkommen. Und was hier ankommt, an den Plus, das sind nur sehr, sehr wenig Volt. Sagen wir mal 0,01. So, dann lohnt sich das schon, 1 Million oben dahin zu setzen. Weil das, was hier rauskommt, ist immer noch sehr, sehr wenig. Immer noch 0,1 Volt. Und dann läuft das nochmal durch 1 Million Ohm. Und was hier bei Minus ankommt, also ist noch sehr, sehr wenig. Und dann fängt er an, immer mehr
Volt hier rauszugeben, bis er ungefähr diese Bein auf 0,01 angeglichen hat. Dann haben wir hier aber schon 3 bis 4 Volt. Und damit können wir dann eine LED betreiben. Deine Hand ist immer am Weg. So. Die, was hier aber, wir haben natürlich vier Operationsverstärker, weil wir nämlich einen Differenzverstärker. Mhm. Nach unseren Brückengleichrichter. So, haben wir hier Minus, da Plus. So. Nach dem Brückengleichrichter habe ich hier einmal die Minusseite, ein Operationsverstärker und hier ein Operationsverstärker. Und der Ausgang führt einmal an einen nächsten Operationsverstärker, der hier den Minuseingang hat und hier den Pluseingang. Der wird da. Sowas. Und da wird der Ausgang auch nochmal mit dem Widerstand gekoppelt. Genauso wie. Achso, hier und hier. Alle durch einen Widerstand. So erreiche ich eine extrem hohe Verstärkung. Mhm. Und an den einen Operationsverstärker ist die eine Diode angeschlossen. So wird die gezeichnet, ne? Hm? So wird die gezeichnet, ne? Eine Diode? Leuchtdiode. Ja. So. Na, und da schreit die. So. Die geht an Minus. So. Und diesen Schon kann man gar nichts mehr erkennen. Ich bin So in etwa. Utisch, ne? So ungefähr in etwa funktioniert die Schaltung. Ja. Genau. Ja. So, habe ich gesagt, das ist ein LM324. Mhm. Nee, hast du nicht gesagt. Das ist